Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Surfcycle, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in The Model of Gist und wir finden uns in Kurosawa. Wir jagen Yusuf Lester und ich würde einfach mal sagen, wir legen los, denn meine Sanity ist auch schon ein bisschen gedroppt. Ich wollte jetzt, bevor die Runde richtig startet, wollte ich euch erzählen, wie ich das Ganze jetzt mit der Monologist handhaben werde. Ich habe es ja schon in anderen Videos angesprochen. Und ich habe auch schon einen Post, in dem ich das geschrieben habe. Am Sonntag war das, glaube ich. Sonntag, ja, also von Samstag auf Sonntag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag hochgeladen. Wer es aber noch nicht gesehen hat, hier kurze Erklärung. Es ging darum, dass der Monologist noch nicht so viel hergibt. Ne? Es gibt nur 4 Häuser, die sind zwar alles in allem schön. Auch die Jumpscares, Events und sowas sind gut. Aber ich finde, es gibt nicht genug her für 7 Videos in der Woche. Dann hatte ich überlegt, euch die Wahl zu lassen, ob ihr 5 Videos haben wollt, sprich Montag bis Freitag. Ob ihr die Videos an jedem zweiten Tag haben wollt, sprich Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Oder ob ihr sie an den anderen zweiten Tagen sozusagen haben wollt, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Ich habe mich jedoch jetzt dazu entschieden, dass ich die Videos ohne Abstimmung jeden zweiten Tag bringe. Aufgrund der Tatsache, also sprich in der einen Woche Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag und dann geht es in der darauffolgenden Woche mit Dienstag weiter, sprich Dienstag, Donnerstag, Samstag, dann wieder ab Montag. Das hat die Möglichkeit, Punkt 1, man könnte zum Beispiel, wenn jetzt ein geiles Game rauskommt oder ich mir ein geiles in den Kopf setze, könnte man die Zwischentage nehmen, um das zum Beispiel zu bringen. Oder wenn ein Update zu dem Monologist rauskommt, könnte man hierfür auch wieder die Zwischentage nehmen, damit man die direkt rausballern kann. Oder was heißt man? Ich in dem Fall. Also es gibt ein bisschen mehr Varianz. Und dadurch, dass es etwas weniger Videos sind, sprich keine 7 mehr, sondern 3 oder 4, sprich 3 oder 4 Videos fallen ebenfalls weg. Was natürlich sehr schade ist. Ich habe auch schon die Kommentare gesehen, dass manche es sich am Abend anschauen, also es sowas wie ein Abendritual ist, der erstmal der Monologist zu schauen. Grüße gehen beide raus in die Person des Kommentars. Oder das allgemein schade ist und ja, es tut mir selber leid. Aber ich will nicht, dass das Game ausgelutscht wird. Wenn man es die ganze Zeit hat, auch ich, ja, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, wenn es too much ist. Aber es bietet einfach noch nicht genug und man merkt auch einfach, ich sag mal so, wenn die Geister schon so, wenn wir sie im Buch sind, dass man sie auch mal ohne Beweis erkennen kann oder nur mit einem Beweis oder sowas, oh, no evidence challenge like, wäre es was anderes, weil dann würde es von dieser Seite aus Varianz geben. Die Maps werden das gleiche, aber von der Seite aus gibt es Varianz. Aber das ist leider nicht gegeben. Das finde ich ein bisschen schade. Denn das macht es schwer, da wirklich Kontrast reinzubringen in 7 Videos in der Woche. Und damit es eben nicht ausgelöscht wird, deswegen reduzieren. Ich habe den zweiten Tag ein Video. So kann ich auch beispielsweise, wenn wir jetzt mal eine Mare haben und der Geist komplett schüchtern, komplett inaktiv, so wie jetzt hier beispielsweise, kann ich sagen, okay, das Video, ciao Kakao, ist zu langweilig, ich nehme noch eins auf. Wenn ich aber schon von Haus aus 7 Videos aufnehmen muss, sozusagen, ist das Ganze wiederum ein wenig schwierig. Und ich finde gerade den Geist nicht. Los hier! Ist hier gerade eben nicht mein Thermometer irgendwie runtergegangen? Also ja, Ladies and Gentlemen, so sieht das momentan aus. Deswegen seht ihr heute im Video und das nächste erst übermorgen. Aber wie gesagt, sobald das Game hier, insofern das zu dem Zeitpunkt dann immer noch geil ist, noch Spaß macht und so weiter, sollte es dann noch genug hergeben. Alles schon gefunden. Dann wird es mehrere Videos wieder geben. Dann kann man es erstmal steigern auf 5 Videos, also sprich Montag bis Freitag. Und dann irgendwann auch wieder auf 7. Wenn es genug hergibt. Na, also kann ja auch sein, dass jetzt noch ein Update kommt, dann haben die wirklich keinen Bock mehr. Ich will es nicht da schreien, ich hoffe es nicht, denn mir macht das Game Spaß. Aber nur mal so jetzt gesagt. So. Aber jetzt starten wir erstmal die Runde, jetzt rasieren wir erstmal. Und was ich auch sehr schön finde, wenn man es jeden zweiten Tag macht, ihr habt am Samstag und am Sonntag oder an einem der beiden Tage pro Woche ein Demologies-Video, also sprich auch eins fürs Wochenende. Hätten wir das jetzt nur Montag bis Freitag, wäre das nicht der Fall. Deswegen finde ich das in dem Punkt sehr gut. Sehr gut. Nehme 4, aber mehr nicht. So, und du kommst hier hin und ich weiß, wenn Samara kommt, steht sie genau da, aber dieses Dumpfe hört sich so cool an. So weird, aber auch irgendwie cool. So, das lassen wir mal so. Let's go. Ab nach draußen, nächster Runde. Ich glaube, ich höre das gleich erstmal als Kruzifix, denn ich traf ihn ganz nicht. Er ist irgendwie ein bisschen aktiv, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Schauen wir mal.
Wie gesagt, gerne Feedback in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ne? Eure Meinung ist mir wichtig. Nur vorerst, solange nicht mindestens das nächste Update draußen ist und eine fünfte Map draußen ist, würde ich sagen, sieht es eher schwarz aus, 5 Tage die Woche zu machen. Ne? Wenn aber dann zum Beispiel in dem Update noch steht, hey, die Geister sind jetzt eher nach dem Buch, dass du wirklich auch eine Evidence Challenge machen kannst oder nur mit ein oder zwei Beweise die Geister kennen. Also, dass man da so ein bisschen tricksen kann oder ein bisschen testen kann, ne? Sprich, dass die Schwierigkeit nicht vom Schwierigkeitsgrad in dem Fall schwer kommt, der für mich leider solo teilweise nicht zu bewältigen ist, sondern einfach von sowas kommt. Dann ist das Ganze was anderes. Ne? Weil den Geist mit einem oder zwei Beweisen zu erkennen oder versuchen zu erkennen, während er dich die ganze Zeit jumpscares und man irgendwann mit dem Nerven am Ende ist, darauf hätte ich Bock. Darauf hätte ich richtig Bock. So, aber hier haben wir jetzt erstmal nichts. Let's go. Und wie gesagt, gerne Feedback in den Kommentaren, auch wenn ich nicht unbedingt irgendwas ändern kann. Freut es mich aber trotzdem zu hören, wenn jemand sagt, ja, finde ich doof, schaust mir jeden Tag an. Dieser Kommentar, da musste ich wirklich, als ich den gelesen habe, dachte ich mir schon so, kann man da nicht was machen? Es ist herrlich. Es ist wirklich doof. Aber es ist herrlich, so diese Anteilnahme. Und dass die Videos täglich geschaut werden. So, es freut mich natürlich. So, aber jetzt erstmal hier konzentrieren, denn ich will die Runde jetzt schon hier abschließen. Und ich gehe jetzt erstmal nochmal raus. Ich habe nämlich vorhin auf die Sanity-Anzeige geschaut und da war es 80%. Es könnte sein, dass wir jetzt schon auf 75% sind. Das wird mir ein bisschen zu heikel. Da würde ich dann lieber einmal Sanity-Pill nehmen. Wie schaut's aus? 69. Wie heißt du nochmal? Yusuf. Ja. Yusuf hätte ich jetzt nicht unbedingt 69. Da würden mir andere Personen einfallen. Oder zumindest andere Namen. Wobei man sagen muss, Larissa war ja auch letztens dieser... Ich weiß nicht, ich würde es Kerl nennen. Sah eher jetzt ein bisschen männlich aus, aber es könnte natürlich auch eine Lady sein, die aus der Hölle kommt. Und das sieht man einfach so aus. Könnte auch sein. Was wollte ich jetzt? Ach ja, einfach mal Fulu mit reinbringen, Videocam. Sanity geht jetzt gerade noch so plus minus. Die Sanity ist aber gut gedroppt, würde ich sagen. Ich war jetzt auch ein bisschen drin, habe ein bisschen planlos rumgelabert. Aber, jetzt also gelabert und bin planlos rumgestanden, so rum. Und die Tür habe ich nicht zugemacht. Kollege, war ich das oder warst du das? Ich weiß es nicht. Aha. Ich habe sie vermisst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie vermisst. Dass sie mich erstmal angestattet hat, mich jetzt ein bisschen nervös gemacht, denn damit habe ich nicht gerechnet. Das habe ich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Wieso starrt sie mich erstmal an, wenn sie sich erwürgen will? Das ist nicht logisch. Udo, bleib da liegen. Wehe, ich finde dich gleich. Ich wäre jetzt bei Return. So. Can you talk? Can you speak? How did she die? When did she die? Can you talk? Can you speak? I will hunt you now. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir aber... Habe ich mein Kruzifix dabei? Okay. Also, die Geisterbox. Aber ich glaube, wenn man jetzt so in der Box die Antwort hat, dann zählt das nicht, oder? Oder? Du bist raus und du bist raus. Gehe ich da recht mit anderen? Jawohl, die drei haben wir. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal so und ich chill hier meine Base. Wobei, ich nehme jetzt gleich erstmal Sanity-Pill nochmal. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Freezing haben wir offensichtlich noch nicht. Hallo. Sag mal. Freezing haben wir offensichtlich noch nicht. Das Problem, dieses Wörtchen noch ist ein wenig störend. Kann natürlich sein, dass wir immer noch, ja, dass wir noch was bekommen. Sanity-Pill wollte ich mitnehmen. Wie schaut's aus? Ja, wir warten jetzt noch einen kurzen Moment und dann können wir die vielleicht schon mal nehmen. Wir gehen dann auch in den Geisterraum rein. Wobei, ja doch, vielleicht kriegen wir ein Event. Aber ich wollte gerade sagen, wir gehen ins Geisterraum rein, dann können wir währenddessen nach dort schauen. Hä, ich habe schon wieder gar nichts gesagt. Also ich finde es ja cool, aber ich dachte, es wäre so was Besonderes von mir. Genau, wir haben Ghoul, Tai oder Poltergeist. Poltergeist, wirf Gegenstände. Ich glaube, das kann man sich gut merken. Dann haben wir einen Tai. Haben jetzt, glaube ich, Glück gehabt, denn Tai
Je jünger er ist, desto schneller jagt er. Und wenn man gerade ins Haus reinkommt, ist er natürlich noch am jüngsten. Und Alter! Himmelherrgott! Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt normal gelandet, dann wäre super. Ich habe meine Auswahl. Ich habe meinen Geist gefunden, glaube ich. Denn das war auf jeden Fall nicht nur ein Gegenstand. Ich hätte es gerne gesehen, aber allein es zu hören hat. Hä? Ich habe nichts gehört. Also ich habe es nicht verstanden, das tut mir sehr leid. Soll ich mein Fenster aufmachen? Das geht leider nicht. Aber... was auch immer da abgefackelt ist. Und da rauche ich es gleich ab. Ja. Also ganz ehrlich, wie hieß du nochmal? Sucuk? Nee, das klang jetzt fast rassistisch. So sollte das nicht gemeint sein. Ja, wo bist du? Sie ist immer noch hinter mir. Sie ist wirklich noch hinter mir und sie sieht aus wie ein Löwe. Er könnte irgendwie Scar mit grauen Haaren sein. Also so von König der Löwen. Hallo? Hallo? Hello, hello, baby. Lass mich bitte in Ruhe. Ich geh jetzt erstmal raus, denn... Oh, du Hatto. Okay. Dass es da auf einmal erschienen ist und vor allem nur einmal erschienen ist und da weitergegangen ist, finde ich jetzt gerade ein bisschen seltsam. Aber ich würde es einfach mal spontan behaupten, aufgrund dieser aufgrund der ganzen Gegenstände, die da geflogen sind, würde ich jetzt erstmal Pottergeist sagen. Und das würde natürlich auch vieles erklären. Denn, ich weiß nicht, steht das hier im Büchlein? Nein, das war ja schon wieder der falsche Knopf, das kenne ich doch. Euer Pottergeist. Der Rumpengeister Spaß daran haben, ihre Umgebung zu interagieren. Sie können Gegenstände durch die Luft schalten und dich geistig zu destabilisieren. Das hier könnte darauf hindeuten, aber schauen wir mal, sie können viele Dinge auf einmal werfen, können der Geistschwung schnell reduzieren. Darauf wollte ich hinaus. Pro Gegenstand droppt deine Sanity stärker. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ja, bei den anderen, keine Ahnung, pro Gegenstand 1% droppt, bei ihm 2. Wenn natürlich der mehrere Gegenstände wirft, dann bam, droppt es gleich um 20%, weil es 10 Gegenstände sind, beispielsweise. Ne? Das würde natürlich auch unsere Sanity erklären und deswegen nehme ich jetzt erstmal Sanity Pillen und halte mich ganz schnell von diesem Raum fern. Was natürlich doof ist, wenn wir da die ganze Zeit vorbeigehen müssen, aber dann bleibt unsere Sanity oben. Kurzen Wegs haben wir uns gespart und wir konnten weglaufen, das ist schon mal gut. By the way, der Ghoul wäre das mit dem Fluchen gewesen. So, also. Platzieren Sie, ach ja, die Katana, Gemälde und... Sie ist gerade durch die Cam durchgegangen. Hallo? So, dieses Foto vom Geist. Ah, das war wahrscheinlich das gerade. Ja, super. Ich hasse dich. Jetzt muss ich auch noch in den Geisterraum, damit ich noch dieses Foto machen kann. Jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Ich müsste jetzt erstmal die Katana machen. Ja. Ich muss erstmal die Katana machen. Hier seid es frisch. Jo. Und dann natürlich die Gemälde. Denn, was mein Problem ist gerade, ich nehme das Kruzifix nach hinten, hier ist es sonst nicht. Wenn ich das Foto mache und das, ich sollte jetzt zum Beispiel das erst während der Jagd machen, also, ne, weil sie mir vorher keine Möglichkeit gibt, dann mache ich es während der Jagd, bupp, dann ist meine Sanity, sagen wir mal, 50%, plus minus, Hunting Rage. Dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Ne? Ich habe nur noch einmal Sanity Pen, 30%. Das könnte zu wenig sein, wenn wir dann erst noch die Katana und alles suchen müssen. Dann sind wir in Hunting Range, wenn wir die letzten Gegenstände suchen. Das wäre ein wenig kontraproduktiv. Deswegen mache ich jetzt die Katana. Ich hoffe, dass hier auch die Bilder aufgehen und dass ich vorher nicht auch noch das Foto brauche. In der Hoffnung, dass wir dann hinterher, sobald wir das Foto haben, genug Zeit haben, um den Rest zu machen mit den Sanity-Pin, die wir da ja, eben noch nuckeln können. Kreuz habe ich jetzt erstmal abgelegt, denn theoretisch können wir vorher weglaufen. Aber wir hätten natürlich jetzt ein kleines Problem, wenn es doch kein Poltergeist ist, sondern zum Beispiel ein Thai, der jetzt schon stark gealtert ist. Und deswegen konnten wir jetzt weglaufen. Das ist nämlich gerade so mal im Hintergedankenköpfchen. Hintergedankenköpfchen. Alles klar. Könnte sein. Es gefällt mir irgendwie nicht, wenn ich könnte sein sage. Denn irgendwie klingt das alles irgendwann sehr plausibel. So, und wo ist jetzt die letzte Katana? Sag mir nicht, das ist doch ein Geisterraum. Komm mal, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an, komm mal. Hier blinkt mich nichts an, hier auch nicht. Tu mir das nicht an. Wehe. So. Blinkt mich hier irgendwas an, komm schon.
Ich brauche nur noch ein Katana. Und ein Foto? Ist es vielleicht hier? Nee. Im Geistraum, hallo? Nö, hier ist es nicht. Ich brauche noch ein Foto. Und ein Katana, hallo? Die sind doch nicht so schwer zu finden, das sind große Schwerter. Gut, es ist kein Großschwert, ne? Aber sind ja doch anständig lang, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Fragt mich nicht, wie ich das immer übersehen kann. Wie ich wirklich nie in diese Ecke schaue. Perfekt. So. Dann. Kamera nicht vergessen, ne? Für den Fall, dass sie sich zeigt. Ach ja, die erste ist ja hier. Also. Okay, sie ist einmal nach links gedreht. Okay, Augen nach links. Was ist mit dem Euden? Der ist upside down. Augen nach links, Euder upside down. Okay. Eingeprägt. Hoffe ich. Du bist nach rechts, also Augen nach rechts, weiß nach... Augen nach links, weiß nach rechts. Euder upside down. Und wenn du jetzt ganz normal bist, dann wär's super. Du bist auch upside down, okay. Dann stellen wir das schon mal ein und dann später gehen wir in den Geisterraum. Und ja, warten so lange im Grunde, bis ein Jagd kommt. Hoffen, dass wir vorher schon ein Foto machen können. Und hoffen, dass wir dann auch theoretisch überleben. Ich hoffe, dass ich jetzt auch gleich schon die Gegenstände einsammeln kann. Aber das hat ja mit der Austreibung zu tun. Deswegen glaube ich nicht, dass das schon funktioniert, soweit ich jetzt. Aber das sehen wir gleich, wenn wir die Bilder richtig hingestellt haben. Und ich hoffe, wir stellen sie richtig hin. Bin ich gespannt. Also, die Augen. Ihr wird einmal nach links gedreht. Du bist upside down, das passt. Du warst nach rechts. Du warst... Alter! Mit dieses Dramatische hier. So, also. Wir brauchen noch ein Foto, aber das ist dem Spiel scheinbar im Moment noch egal. Was ich mich jetzt frage, kann ich den jetzt theoretisch auch schon austreiben, ohne dass ich das Foto habe? Bis jetzt will ich noch keine Gegenstände, aber vielleicht. Legt mich hier irgendwas an? Nein. Wie gesagt, bis jetzt habe ich hier noch keine Gegenstände, aber das kann ja so. Jagst du? Das war diese Standardtasse. By the way. Standardtasse. Jagst noch nicht, die Tür ist offen. Holla! Lass mich erstmal sauber. Foto! 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 Erschein nochmal! Bitte! Mann, das war mein Foto! Okay, Madam, ich gehe jetzt hier auf den Tisch. Ich stelle mich jetzt hier hin. Wenn du jetzt jagst, habe ich natürlich ein kleines Problem, weil du dann... Oh, ich gehe da nicht hin. Wenn sie jagt, habe ich ein kleines Problem, wenn ich da hinten in der letzten Ecke bin. Okay, wir müssen jetzt auf unser Foto warten. Oh, du... Alter, du weißt schon, wie du aussiehst, oder? Da gibt's ein Herzkasperl. Jetzt bin ich wach. Und jetzt sollte ich rausgehen und erstmal seine Idee nehmen. Okay, beruhig dich. Das war wieder Poltergeist. Gut. Es kann natürlich auch sein, dass die Gegenstände so auf einem Haufen liegen, dass wenn er eins bewegt, er alle rumwirft. Ja, das kann sein. Wir hoffen mal, das ist nicht so. Also sprich, wir hoffen mal, dass es wirklich ein Poltergeist ist. Wir sind auf 57%. Jetzt nuckeln wir erstmal in unseren Pillen. Die können wir währenddessen lutschen. Haben wir mehr davon. Ja, dann halten wir einfach die Sanity jetzt konstant auf den Wert und dann ist alles fresh. Ja, bis man so eine Tablette genuckelt hat, dauert es ja auch ein paar Minütchen. Let's go. Also, cooler Geisterraum. Was auch immer das hier war, als wir auch durch die Cam geschaut haben. Das Event hier hinten war cool. Samara war wieder da. Wir haben sie jetzt dreimal gesehen. Also eigentlich super. Ein Jagd hatten wir auch. Ich bin happy bis jetzt. Also, schöner Geisterraum. Finde ich auch, mag ich. Ich mag das Gedämpfte. Das ist irgendwie amüsant. Ich höre am liebsten Heavy Metal. Und auch, ja, das kann ich auch schön von der Lautstärke hören. Auch wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich dann ein bisschen rausgehe, ein bisschen... Heavy Metal auf den Ohren. Geht's mir gut? Hier mit den Karten. Und da habe ich auch amüsanterweise irgendwann keine Kopfschmerzen mehr. Ich weiß nicht, ob es am Spaziergang liegt, an der frischen Luft oder daran einfach mal den Kopf freizukriegen. Ja, es kann ja auch sein, dass man so viel Input hat am Tag. Durch Rechner und alles Mögliche. Dass man deswegen Kopfschmerzen hat. Ja, es gibt ja mehrere Auslöser. Und das deswegen, aber keine Ahnung. Jedenfalls auch kein Thema. Aber ich mag keinen Lärm.
Das ist irgendwie paradox. Ich sag mal so, ich mag geordneten Lärm. Aber jetzt hier so die ganze Zeit diese Schritte, oder wenn ich jetzt im Haus bin und die ganze Zeit hört man Knarren oder sowas. Das ist nervig. Oder selbst wenn man einen Nachbar hat, der hin und wieder mal so ein Geräusch gibt. Es ist einfach nervig. So. Wollte gerade sagen, wir haben alles, ladies and gentlemen. Ohren zu oder leiser machen, jetzt wird's laut. Abmarsch. Nein, 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 nicht hier einsperren mit dem Viech. So, tschüss. Weiß man. Also wie gesagt, eine schöne Runde, wie ich fand. Ihr habt jetzt auch alle Informationen, wie es jetzt momentan mit dem Analogist auf diesem Kanal hier weitergeht. Ja, ich finde es selber sehr, sehr schade. Ich würde euch gerne gerade die Personen, die es zum Beispiel täglich zum Einschlafen nutzen, vielleicht in der Früh, da habe ich auch eine Kollegin, die gute Kathi, schaut die Videos gerne, nachdem sie aufgestanden ist beim Frühstück. Und bestimmt gibt es auch noch mehrere, die schauen. Und mir schon öfter zutragen. Aber, wie gesagt, bevor es am Ende einseitig ist, langweilig oder sonstiges, mir die Ideen ausgehen, ihr euch daran satt gesehen habt, lieber jeden zweiten Tag, bis wieder mehr Content da ist, bis genug Stuff da ist, damit man mehr Videos bringen kann. Und dann hat man auch noch Bock, soweit es mal so ist. Ne? Es soll ja nicht zu den Ohren raushängen. Es soll ja nicht ausgelöscht. Das wäre ein bisschen schade. Dafür ist das Game zu gut, um ehrlich zu sein. Also, es war ein Poltergeist, Wunderbärchen, 4800 Flocken, 123 Erfahrungspunkte und ja, 1, 2, 3 finde ich super. Genauso wie bei den Quests 11 Erfahrungspunkte, 22 und 11. Finde ich auch sympathisch. Genauso wie 3, 4 und 4, 5. Alles geordnet. Finde ich schön. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich sag mal so, ich bin an dieser Stelle jetzt schon gespannt auf die Kommentare, aber ihr könnt gespannt sein auf das nächste Demonologist-Video in 2 Tagen. Ladies and Gentlemen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.